Ja, hallo, ich bin mal eben willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 3. Ja, wir waren jetzt erstmal stehen geblieben, wo wir diesen komischen Turm da geklärt haben. Ich hoffe, es ist doch zumindest. Ja, gut, der ist jetzt weg. Gut, dass ich mich abgespeichert habe. Und ja, nun müssen wir, keine Ahnung, irgendwo hin. Durch einen Strudel, der jetzt nicht mehr da ist. Und ja, gucken wir mal, was auf uns zukommt. Sollten da stärkere Gegner vorhanden sein, die mehr Erfahrung geben, werde ich vielleicht erstmal ein bisschen leveln. Ein, zwei Level hoch, damit wir ein bisschen stärker werden. Denn es war doch ganz gut, dass ich die Medusa da mit zwei, drei Runden besiegen konnte. Von daher, ja, ich bin lieber überstark, als dass ich hier von irgendwelchen Kackviechern niedergemetzelt werde. Von daher, da kommt mal 423 Schaden. Also, na gut, im Gegensatz zu den HP, die wir bei den Impostern haben werden. Ich habe mich mal ein bisschen, naja, nicht schau gemacht, ich habe ein bisschen selber mal gespoilert, wie viel HP der Impost hat. Der hatte, glaube ich, so ungefähr 6.000, 7.000 HP in der NES-Version. Von daher, naja. Jedenfalls, also ich bin da schon, glaube ich, falsch gelatscht, weil mich heißt täuscht, ich muss doch nach rechts. Rechts ist doch mein Boot, oder? Da, oder mein Schiffchen oder was auch immer. Meine Enterprise. Die stirbt es immer alle. Danke. Ich kann ja den Text von Pentafloss nicht auswendig singen, Lied. Ah, hier ist das Boot. So. Ah, ein paar Schritte gefahren, schon mehr Gegner. Meine Güte, ist das Schlimme. Da, da. Killerfisch. Stopp, mein Freund. Da, 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 500 Schaden gerade. WTF. Ganz ehrlich. Das ist doch schon etwas mehr, als ich jetzt irgendwie angenommen habe, dass der Schaden macht. 561. Meine Güte. Da, 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 da ist das hier anscheinend gegen physische Angriffe, wie sagt man, empfindlich oder was? Hm. Oh, ist ja gut hier. Sahagens, na super. Oder Sahu, Sahugin. Weiß nicht, wie ich das. Sahuhagen, Sahuhagen. Ja, eine komische Übersetzung. Nein, gut. Da, 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 da. Wahrscheinlich heißen die aber wirklich Sahuhagen. Sterb hier mal bitte ein bisschen schneller, ein bisschen schneller. Bam. 6 Hits, meine Güte. Oh, ich habe aus der Funkspiel, weil ich weiß nicht, ob die Taste gekommen bin. Das wollte ich jetzt nicht. Na gut. Da 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 da. So. Okay. Oh, nochmal hier bei der Strudel genau. Werte sind. Hermit, na super. Naja. Mensch. Gib mir auf den Keks hier. Alter, 600 bei Schaden. Was, also, was hat der da bitte für Stats, dass er ohne eine Vergiftung ist? Ja, super. Nerv. Nee, es lohnt sich nicht, den Zeilen jetzt hier. Da, 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 663, Alter. Mach ein Squirrel, stark, ja. Squirrel Skill Up. Schön. Magic Cloud Use Pure of Squall. So. Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder gelandet? Oh! Tangi! Neue Gegner! Wie heißt das hier aus der griechischen Mythologie? Ich weiß gerade nicht, wie das wie heißt, aber ihr wisst doch, was ich meine. Das ist auch was in, was in der Ancient Mythology gespielt hat.
ist auch nur viel von Poseidon, was man dagegen kann. Na gut, Claire. Er ist lieb. Na toll, der schläft auch noch. Na super. Also, das hier sollten wir wohl, glaube ich, als erstes ausschalten. Du greifst immer an, damit er wach wird. Du machst nicht allzu viel Schaden. Und du greifst den an. Dam, da, dam, da, dam, dam, da, dam. Da, dam, 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 dam. Das schläft ja auch noch hier, das gibt's doch nicht. Leute. Pendeln mitten eines Kampfes ein, das ist nicht euer Ernst. Nein, nicht den falschen angreifen, sondern ihn da. Du wechseln eben Titus auf. Dam, 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 da, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam. Ja, toll, es ist ja doch. Warum macht er so viel Schaden? Was soll das? Ich dachte, macht wenig Schaden. Ach, geil. Es ist natürlich aufgewacht, na super. Ja, das hätte ich ja nicht wissen können. Na gut. Titan-Skill up. Haben wir hier irgendwo eine... Leute, das ist mir ein bisschen zu riskant, da irgendwo rumzufahren. Ich wüsste gern, wo hier eine... Warte mal, warum komme ich nicht in der Komplettlösung nach? Ist doch viel einfacher hier. So, Final Fantasy 3 NES Komplettlösung, Walkthrough. So, Full Walkthrough. Gisal, okay. Genau, denn es ist denn so vor, weil. Also nach Osten soll ich jetzt und dann nach Süden. So sieht der Tau auf Gisal. Gisal. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Gisal. Keine Ahnung. Gisal geschrieben. Na gut. Ich glaube, auch von Ost heißt es Gisal. Von Final Fantasy 3, da gibt es nämlich ein Lied. Das so heißt so ähnlich. Nee. Ah, das ist eine Stadt. Okay. Karotten, Magic Keys. Da, 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 da. Ich habe gerade ein bisschen hier nebenbei gelesen. Stichworte aber nur. Tieres Gelab, Klaus Gelab. Okay, gehen wir nach unten. Von wegen, ich werde den Turm sehen. Ah, ich schwimme jetzt sofort hier. Es geht mir gar nicht nach dem Keks. So, danke. So, gut. Hier oder was? Gischall. Ah ja, okay. Schafe. Okay, naja. First go to the bottom right of the town. Ja. Ist damit ist bottom right hier gemeint oder was? Nee. Anscheinend wirklich recht unten. Ich rede erst mit den Leuten. Ich rasiere Schafe. Oder ziehe Schafe auf oder. Was? Was soll? Was geht denn hier jetzt ab? Komm schon hierher. Ich hab genug. Was mache ich denn nur mit dir? Jetzt kann ich mich überlegen, was soll das denn jetzt? Das war nicht witzig irgendwie, weil ich nicht geschenkt verwesen konnte. Oh meine Güte. Wie lange ist es her, seit jemand irgendeiner hier in die Stadt gekommen ist? Mitten aus nirgendwo. Ja, schön. Was? Du kannst was kommen hier, wenn er vielleicht mal will. Hey! Ja, los. Ich wollte eigentlich so eine Karotte pflücken oder so. Ja, gut. Also, ich gehe erstmal hier lang.